Jetzt kommt Claudia Pichler! Und sie hat gesagt, sie ist schnell. Ja, grüß Gott, Bernand. Ich bin Claudia und ich habe furchtbar Angst. Ja, also ich habe eigentlich immer Angst, aber ich habe auch eine ganz spezielle Form von Angst. Die heißt Phobia Epistularum. Also ich habe Angst davor, in meinen Briefkasten zu schauen. Ich habe Angst vor Rechnungen. Ich habe auch Angst vor Mahnungen vom Finanzamt. Aber ganz besonders schlimm habe ich Angst vor Hochzeitseinladungen. Ja, das könnte ich finanziell ruinieren. Also wir andere so ein Papperl auf dem Briefkasten haben, bitte keine Werbung, da steht bei mir bitte keine Hochzeitseinladungen. Na, weil diese Heiraterei, die artet ja dermaßen aus. Also ich meine, es wird ja eher an so abgelegene Orte geheiratet, das heißt, du musst da irgendwie hinkommen, musst da ja übernachten, unter 3 Tagen kommst du eh nicht mehr weg. Dann steht meistens in der Einladung schon, was du schenken sollst. Und was ich ja besonders gern mag, gell, das sind Motto-Hochzeiten. Ich meine Motto, da muss ich extra ein Outfit kaufen, speziell nur für einen Tag. Und ich bin noch nicht einmal die Braut. Einmal war ich bei so einer Hochzeit und da war das Motto, unsere romantische Waldhochzeit, wir sind alle Feen und Elfen. Ja, was bitte ziehst du jetzt da an? Und ganz ehrlich, mich nerven schon so normale Farbvorgaben. Weil ich frage mich dann jetzt mal, also glaubt wirklich irgendeiner, dass diese Ehe auch nur ein Müh glücklicher wird, nur weil ich mich in Flieder oder Rosé einpresse? Überhaupt so der romantische Gedanke von Hochzeit, das gibt's. Es ist ja eine Hochzeitsindustrie, das wird ja so generalstabsmäßig durchgeplant alles. Also da wird nichts am Zufall überlassen. Die Blumendeko, die Tischordnung, die Tanzordnung, es gibt ein Sweet Table, es gibt eine Fotobox, es werden erst Luftballons in Luft gelassen, dann Tauben, am Schluss noch Fotoshooting mit Alpakas mindestens. Ich meine, mir ist das alles ehrlich gesagt herzlich wurscht, solange es eine gut sortierte Schnapsbar gibt. Aber was mir halt wirklich ein bisschen irritiert, ist dieser ständige Vergleich. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn in einer Saison ein paar von deinen Freundinnen heiraten, du dann geht es die ganze Zeit auf deine Hochzeiten so, ja sag einmal, findest du jetzt ihr Essen etwa besser als wir meins? Und überhaupt die Trauung hat dich das jetzt heute mehr gerührt als bei mir? Und findest du jetzt ehrlich, dass ihr Mo der Fashion ist? Also irgendwie, das ist ja, für mich ist das so wahnsinnig, dass so alles so bewertet wird. Also heiraten ist ein Wettbewerb geworden. Und ich finde, das gipfelt so in der Vorstellung, dass es ja tatsächlich eine Fernsehsendung gibt, in dem sich Bräute gegenseitig benoten. Das ist doch irgendwie abartig, oder? Also ich meine, die Vorstellung, du heiratst und dann kommen 3 dir wildfremde Schnepfen da daher und benoten die. Und natürlich will da jede Gewinner und macht alles nur mies. Also das Antipasti-Buffet, das war ein bisschen gewöhnlich. Ich würde sagen 7 von 10 Punkten. Bei der Wedding-Location, da hat mir ein bisschen das Flair gefehlt. 6 von 10 Punkten. Ah, und um Gottes Willen habt ihr gesehen, die Stuhlhussen. Ohne Schmarrn, ich schaue diese Sendung aus Recherchegründen. Und da wird wirklich jedes zweite Mal gesagt, die Stuhlhussen waren nicht gebügelt. 3 von 10 Punkten. Und ganz ehrlich, trägt die eine rein weiße Stola zum cremefarbenen Kleid? No go. Sorry, aber nur 2 von 10 Punkten für das Brautkleid. Ja, im Abspann darf dann vielleicht die Braut selber auch noch was sagen. Sagt dann, ja mei, ganz ehrlich, also von der Hochzeitsnacht hätte ich mir jetzt schon mehr erwartet. Das sind maximal 2 von 10 Punkten. Nein, das ist schon alles irre. Also ich beschäftige mich viel
mit Bayern und mit der bayerischen Geschichte und muss sagen, also früher ist einfach nur ein bisschen simpler geheiratet worden. Also ich kenne auch so ein paar Traditionen noch, ich weiß nicht, ob ihr mit einem Hochzeitslader noch was anfangen könnt. Das gibt es heutzutage nicht mehr so viel, früher war das so Standard. Ich erkläre es, weil ich bin erst von einer Bekannten gefragt worden, ach ja, ist das sowas wie ein Wedding Planner? Einfache Antwort, nein. Also der Hochzeitslader hat am Wortsinn nach tatsächlich die Leute alle persönlich eingeladen. Also damals waren die Briefmarken noch teurer. Und der hat so bestimmte Aufgaben. Also zum Beispiel gibt es so die Tradition vom Brautverziehen. Also wenn bei der Hochzeit tanzt wird, dann entführt der so heimlich, unauffällig die Braut, bringt sie ins nächste Wirtshaus, da wird es dann sauber abgefüllt und die Zech zahlt dann der Bräutigam. Ja gut, manche Bräute sind halt leider nie gesucht worden, aber ein bisschen Risiko ist halt immer dabei, gell? Nein, aber ich kenne einen anderen sehr schönen Hochzeitsbrauch. Und zwar ist es in der Kirche direkt nach der Vermählung. Da schenkt der Pfarrer den St. Johanneswein aus. Und das ist eigentlich ganz nett. Also Braut und Bräutigam stessen mit dem im St. Johanneswein. Der wird am St. Johannitag, im 27. Dezember, wird der geweiht. Und das ist so ein Symbol für Liebe und Versöhnung. Das ist also ein ganz romantischer, schöner Brauch, wie ich finde. Gut, vielleicht weiß der eine oder andere, es ist in Bayern auch zu anderen Anlässen, haben wir den St. Johanneswein ausgeschenkt. Üblicherweise tatsächlich kurz vor Hinrichtungen. Hat also der Henker mit dem Delinquent auch einen St. Johanneswein gekriegt. Also ich erkenne Parallelen. Nein, ich muss sagen, also man hört schon ein bisschen raus, ich bin kein Hochzeitsfan. Gut, vielleicht liegt es halt auch dran, dass mir zum Heiraten ein nicht unwesentliches Detail noch fehlt. Ein Partner. Ja, das ist für jetzt kein Aufruf, gell, weil sonst kriege ich wieder so komische Briefe und so. Nein. Aber ich muss schon sagen, ich tue mir ein bisschen hart, weil heutzutage kriegst du ja einen Mo, ziehst du dir ja nur aus dem Internet raus. Und das ist ja was, da kenne ich mich nicht aus, also mit Tinder. Muss man mal ein bisschen erklären, gell? Weil mit diesem Gewische und so, ich habe einmal falsch gewuschen, schon bist du ein Teufelskich. Nein, aber, ja, was da alles rumschwirrt. Aber ich denke mir dann, ich meine, ich bin ein bisschen, denke mir so, wie früher das einfach war, als es noch einen Schmuser gegeben hat. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, ein Schmuser, das war einfach der Heiratsvermittler, der Ehestifter. Der hat nur für jeden irgendwas gefunden. Gut, was man so hört, hat der manchmal auch so Restposten im Angebot gehabt. So irgendwelche alte Witwen nochmal auf den Markt geschmissen und gesagt, das passt schon nochmal und so. Oder auch ein Wort, das ich jetzt in meinem aktiven bayerischen Sprachschatz nicht benutze, aber in dem thematischen Zusammenhang kenne. Und zwar ist es ein Diddeldaddel. Falls das jemand schon mal gehört hat, ein Diddeldaddel, das ist ein schon sehr betagter alter Mo, der nur auf der Uferbank hockt, der zreist nichts mehr, der kann höchstens nur das Essen vorkosten und ein Bier saufen und so. Und solche haben die halt da schon auch angeboten dann. Also ich muss sagen, das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe ja nicht einmal eine Uferbank. Aber nein, ich muss sagen, falls jemand in so einer Situation mal gerät, gell, da kann man sich sehr gut wehren, weil da gibt es nämlich ein schönes Schnaderhüpferl und das gebe ich euch jetzt am Schluss gerne so als Service-Tipp mit, wenn ihr in so eine Situation kommt. Dann kann man nämlich sagen, vierte Gott, Diddeldaddel, schönes Wetter auf der Roas, ich mag heute keinen Diddeldaddel und auch keinen aufgewärmten Schoß. Danke. Claudia Pichler!